Die Zwölfe zum Gruß und herzlich willkommen zurück im Tempel des Namenlosen, wo wir ganz fürchterlichen Pfeilfallen jetzt entgangen sind. Es war ein Massaker, möchte ich sagen, aber mittlerweile sind wir alle wieder geheilt, Gott sei Dank. Wir haben sehr viel Geld dafür ausgegeben und ich vermute, wenn ich jetzt einen Schritt voran mache, wird es zum Kampf kommen. Das weiß ich gerade gar nicht. Haben wir denn... Wir haben alle die Waffen in den Händen. Gut, ich habe einen ganz frischen Spielstand. Wir gehen das... Ja, hätte wetten können. Wir gehen das Risiko mal ein. Okay, hier ist gar nichts Magiebegabtes. Absolut nicht. Hier sind Tiere. Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Oh, 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 oh. Die gute Helen. Oh, nee, Yaranu. Oh. Respekt. Du hast meinen Respekt. Aber hallo. Den hast du dir verdient. Warum gehst du denn da lang? Na gut, egal. Wir erinnern uns immer schön in die Flanken. Oh, das war, glaube ich, nicht so gut. Ich habe so ein bisschen Angst um Yaranu. Dass so eine gute Idee war. Ich hatte nicht... Boah, Yaranu, Glück gehabt. Ich hatte nämlich nicht auf dem Plan, dass er sich so rum umdreht. Wir erinnern uns, die Säbelzahntiger, wir sind denen mal in freier Bildbahn begegnet. Die sind sehr biestig. Aber okay, letztlich war das kein großes Problem. Was ist denn das hier? Warum laufen hier Tiger durch die Gegend? Da sind ein paar Schätze. Die gucken wir uns selbstverständlich an. Ich möchte mir nur erstmal einen Überblick verschaffen. Na? Aus einer Ecke der Truhe strömt ein Gas aus, das Abosch fürchterlich in den Augen brennt. Doch die Truhe bleibt zu. Jetzt habe ich aber genug von dem Scheißding. Okay. Was ist denn jetzt bitte mit Helen los? Was hast du? Naja, gut. Wenn wir das nächste Mal zum Arzt gehen, dann... 100 Dukaten. Sehr gut. Abosch ist auch nicht vergiftet oder so, ne? Nein. Okay, dann geht's ja noch halbwegs. Dann schauen wir uns da vorne die Truhen natürlich auch an. Ja, das kennen wir schon. Nochmal 100 Dukaten. Das Geld können wir sehr gut wieder einsetzen, glaube ich. Für Heiltränke und so. Was haben wir jetzt hier? Hier ist auch noch... Nochmal 100 Dukaten. Zwei Heiltränke und das Schlafgift, das lasse ich mal da. Also das war sicherlich... das war sicherlich vom die Tempelkasse. Würde ich blind... Oh oh. Ganz sicher war das die Tempelkasse. Jetzt muss ich mich clever... Ach, das ist doch... Du sollst doch nach da gehen. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Leute, was mache ich denn für einen Quatsch? Ja, so hatte ich mir das gedacht. Genau. Ach, aber schade. Von hier wirst du gut schießen können, behaupte ich mal. Ja, ist klar, ne? Du bist krank, angeschlagen und stürzt dich natürlich direkt... auf den Säbelzahntiger. Wie sich das gehört. So, kannst du von hier... Ja. Aber du triffst nicht. Direkt schade. Okay. Es war ja nur einer. Und der hat hier gehaust. Man sieht das auch schon hier. Das Lager des Tigers.
Klingt wie so ein billiger Schundroman, ne? Das Lager des Tigers. Sehr gut. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist da oben auch noch ein Tigerlager. Da speichere ich aber vorher nochmal. Ja, damit war zu rechnen. Feuer frei! Dass der Tiger so weit weg ist. Ah, dann kannst du auch nach da gehen, wenn du sowieso nicht mehr angreifen kannst. Das waren ein paar tolle Treffer. Das gefällt mir. Kannst du... Nö. Ach, dann lass es. Ist gut. Also der Tiger sollte nicht mehr so wahnsinnig viel aushalten. Na, das war's schon. Das war's schon. Wunderbar. Aber hier gibt's auch nicht mehr wirklich was. Also schauen wir mal auf die Karte. Okay, hier die Mitte kann ich noch aufdecken. Und so, jetzt haben wir alles, oder? Ja, jetzt haben wir alles. Die Frage ist ja jetzt, wir gucken nochmal auf die Karte, sorry, das hätten wir direkt machen können. Weitergehen kann es ja eigentlich nur hier im Osten. Da ist keine Tür. Aber, ganz ehrlich, weiter, natürlich nicht im Osten, im Westen meine ich natürlich. Wahrscheinlich ist hier irgendwas. Wir klopfen das mal, ja, seht ihr? Okay. Irgendwie schafft ihr es, stockvoll in eine Falle zu laufen. Oh nein, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Oh nein. Ja, natürlich. Ich möchte nicht mehr. Okay, das war so eine Dummheit. Ich habe kurz überlegt, ob ich laden soll. Ich hatte noch gesagt, es ist im Osten. Und dann habe ich gesagt, nee, ist doch im Westen. Und natürlich ist es nicht im Westen. Oh, wie übel. Nach einigen Abtasten der Ritzen dieser Wand entdeckt Abosch ein Schlüsselloch. Doch leider habt ihr keinen passenden Schlüssel bei euch. Okay. Wo mag denn der Schlüssel stecken? Wir haben doch alle Truhen geöffnet, oder? Hätte ich jetzt vermutet, aber... Ist vielleicht nicht so. Ich muss mal kurz in meine Notizen gucken. Uns fehlt ein Schlüssel. Okay, ich weiß auch, wo es den gibt. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Jetzt habe ich natürlich das Bolzenproblem. Der Schlüssel liegt wohl hier vorne. Transversalis Teleport. Sehr ärgerlich tatsächlich. Ja, in einem alten Stiefel entdeckt Abosch einen bronzenen Schlüssel. Ja, danke. Warum haben wir den denn nicht direkt entdeckt? Sehr ärgerlich. Wir stecken ihn mal ein. Und es hilft ja nichts. Du wirst jetzt erstmal einen starken Zaubertrank zu dir nehmen. Sehr gut. Wunderbar. Denn wir brauchen erneut einen Transversalis Teleport. Nach hier unten war das, glaube ich. Transversalis Teleport. Denn durch die Bolzenfalle wollen wir ja nun wirklich nicht mehr laufen. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. So, nach einigem Abtasten entdeckt...
Der Schlüssel schnappt, Tor geht auf, wunderbar. Und ich speichere mal. Ich traue dem Braten nicht. Okay, was haben wir hier? Oh, ein Skelett. Okay, die Tür kriegt man scheinbar nicht auf. Das Skelett renne ich erstmal noch nicht um. Da ist noch ein Skelett. Und Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ja gut, eigentlich sind das jetzt nicht die schlimmsten Gegner. Was vor allen Dingen daran liegt, dass sie kein Gift besitzen. Mit Gift wären die ein bisschen gefährlicher. So. Ich frage mich, was es mit den Skeletten auf sich hat. Schaden machen wir ja gut bei den Spinnen, da können wir uns nicht beklagen. So, da war es nur noch eine. Komm, ihr zwei, das schafft ihr mit links. Wunderbar. Okay, und da ist dann noch ein Skelett. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, deswegen lasse ich die mal in Ruhe. Schau mal auf der Karte nach, werden die wenigstens... Die werden eingezeichnet, alles klar. Ich bin ein bisschen verwirrt, ob der Tür hier unten... Warum kriegen wir die nicht auf? Was ist da los? Hm. Wo war die Tür? Da vorne? Ne, die Tür kriegen wir nicht auf. Mhm. Gibt's denn hier irgendwo einen Geheimgang? Nee, offensichtlich nicht. Dann muss es doch vielleicht was mit den Skeletten auf sich haben. Okay, dann schauen wir mal. Also davon ausgehend... Ja, okay. Also es hilft ja nichts. Wir werden das jetzt einfach probieren. Okay, es passiert gar nichts. Ich habe da ehrlich gesagt mit sonst was gerechnet. Und dann passiert gar nichts. Hier auch nicht. Hä? Oder es passiert doch was. Ist das das Skelett? Ist das das Skelett? Das einzelne Skelett? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben mit der ganzen Bagage. Auf den einzelnen Skelettkrieger. Es ist allerdings ein Skelettkrieger und wir erinnern uns, die sind durchaus zäh. Aber schauen wir mal. Unsere KI-Begleitung geht mir tatsächlich so ein bisschen am Zeiger, dass sie macht, was sie will. Denn du hast uns jetzt den Weg
für Talion deutlich verlängert. Naja, gut. Wie viel hält der jetzt aus? Das ist die böse Frage. Okay. Das Skelett hält mitten in seiner Bewegung inne und aus seinen knochigen Fingern fällt ein Stück Metall zu Boden, direkt vor eure Füße. Dann fällt es in sich zusammen und regt sich nicht mehr. Vorsichtig hebt ihr das Metallstück auf. Was haben wir jetzt aufgehoben? Wer hatte... Da. Amulettteil. Okay, Momentchen mal. Das sieht aus wie ein Viertel Amulettteil. Und wir haben ja noch andere. Ist das jetzt hier aufgegangen? Schaut mal. War das vorher schon auf? Ich bin jetzt völlig verwirrt. Wo ist das Skelett, gegen das wir kämpfen müssen? Hallo? Skelett? Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen verwirrt. Oh. Okay. Also, die Skeletts, die da hängen, die haben, glaube ich, mit den Kämpfen überhaupt nichts zu tun. Ich finde es ehrlich gesagt eher verwirrend, dass sie da hängen. Denn das zweite Skelett treffen wir ganz woanders. Aber offensichtlich gibt's vier. Wenn das ein Viertel Amulett ist, dann muss es vier geben. Okay, gleicher Text wie eben. Und wieder ein Amulettteil. Ja, schaut mal, das ist ja ganz offensichtlich. Kann man das benutzen? Nee, das kann man nicht benutzen. Okay. Schauen wir uns weiter um. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Das ist ein bisschen verwirrend hier. Würde ich hier nach unten gehen? Okay. Ich hoffe, ich bin richtig abgebogen. Es ist so. Ah, da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Alles klar. Okay. Skelettkrieger. Okay, das ist gut. Glaube ich. Also ich glaube immer noch, dass wir davon vier finden müssen. Insofern würde ich das mal als gut erachten. Nein, du musst nicht laufen. So, du bist von hier freie Schussfeld. Ach ja. Es ist voll unklug, dass du dich da hinstellst. Ich überlege tatsächlich, sie zu entlassen. Wie das klingt, entlassen, ne? Als wäre es eine Arbeitskraft. Ach Gott. Und schon bin ich wieder total genervt. Aua. Okay, das gleiche passiert ja. Also das Schwert des Arterion geht mittlerweile echt oft zu Bruch. Ich nehme jetzt mal das Kurzschwert zur Hand. Okay, ein Skelett brauchen wir offensichtlich noch. Wo könnte das sein? Wo könnte das sein? Schwierige Frage. Hier nicht.
Ja, auch nicht. Da ist es. Da ist es. Okay. Ja, war klar. War klar, dass du das machst. Was wundere ich mich eigentlich? Ach Gott. Talimi gibt auf. Sie will nicht mehr schießen. Kommt, ihr kommt doch klar, oder? Ja, oder auch nicht. Ja, es hätte so schön sein können. Wir hätten in zwei Zügen mit Arbosch angreifen können, aber natürlich, hoppala, natürlich hatte da jemand was dagegen. Na, komm schon. Okay. Renaya steigt auf, das ist schön. Renaya ist übrigens krank. Was ist denn hier schon wieder los? Ja, wir werden den Dungeon demnächst nochmal verlassen, offensichtlich. Ich würde sagen, wir steigern die Intuition. Und wir senken die Raumangst. Das ist tatsächlich gelungen. Und satte 7 Lebenspunkte. Das ist richtig cool. Dafür... Ah, doch. Konnten wir die Schwerter steigern. Das auch. Das ist ja schon mal... Das ist gar nicht schlecht. Nein, ich bin verrutscht. Ich wollte schon... Das Schleichen nochmal steigern. Das Wildnisleben vielleicht auch ein bisschen. Und Sprachen. Tja, und Krankheiten heilen. Wunden heilen. Oh, das hat tatsächlich auch geklappt. Jetzt, ich glaube, also das wäre ja cool, wenn... Ha, oh, super. 12 Lebenspunkte können wir heilen. Das ist ja richtig gut gelungen hier. Weil das Giftheilen immer so eine Sache ist. Ich meine, dafür haben wir eigentlich Clarum Purum, aber das war ein guter Stufenanstieg, muss ich ehrlich sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt hier ein komplettes Amulett, aber was müssen wir damit machen? Gute Frage, ne? Muss mich nochmal umschauen. Was ist denn das da? Warte mal, Moment, Moment, da ist was. Da? Aber das ist nur das da eingezeichnet. Da ist nichts. Arbosch untersucht die Wand und entdeckt tatsächlich nach kurzem und... ein großes Schloss, für das ein sonnenförmiger Schlüssel benötigt wird. Hier, die Amulette, ruft Helen aufgeregt, kramt sie zusammen und fügt sie zu einem sonnenförmigen Schlüssel zusammen, der tatsächlich in das Schloss passt. Kurz darauf tut sich vor euch ein schmaler Durchgang auf. Okay, wunderbar, aber ich wollte mich erst noch hier ein bisschen umschauen. Da geht ja auch noch ein Gang in den Süden, aber ist cool. Also, Die vier Medaillonscheiben haben eine Tür geöffnet. Nicht schlecht. Ja, auch von dieser Seite kann man die Tür nicht öffnen. Okay, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die Tür, die wir gerade geöffnet haben. Die Frage ist... Verlaufen natürlich. Nein! Die Frage ist natürlich, ob wir uns nochmal... aus dem Tempel raus bewegen und uns heilen. Okay, die Frage stellt sich gerade nicht mehr. Ich bin einen Schritt zu weit gegangen. Aber keine Magiebegabten hier. Das freut mich besonders.
geh du mal nach da vorne. Der Yarano darf da nicht alleine kämpfen. So. Wobei, könnten jetzt nochmal einen Horrorphibus probieren. Theoretisch zumindest. Ja, komm. Machen wir. Sehr geiler Soundeffekt. Hä? Was war das gerade? Habt ihr das gesehen? Das macht überhaupt keinen Sinn, was da gerade passiert ist. Sorry, aber auch, dass er abhaut hier, ne? Oh, Leute. Ich schwitze. Es ist nicht mehr feierlich. Es ist gerade so warm. Oh, aber gut, das ist ja ein anderes Thema. Das hier ist ja ein zeitloser Podcast. Vielleicht schaut ihr das im tiefsten Winter und versteht gar nicht, dass ich gerade schwitze und triefe. So, okay. Das ist, glaube ich, ein schaffbarer Kampf, wobei die echt einiges aushalten da. Könntest dich mal nach hier begeben und ich weiß nicht, ob das von hier schon geht. Nee, aber im nächsten Zug geht es. Weil der da unten scheint ein bisschen stärker zu sein. Okay, der haut ab. Wunderbar. Oh, 24. Was für ein toller Treffer. Okay. Wunderbar. Das ist ja richtig gut geworden. Jetzt müssen wir leider den langen Weg nach da oben angehen. Talion to the rescue. Nee, lass mal stecken. So, die sind allerdings tatsächlich ein bisschen... Ach, da darfst du gar nicht hin. Das ist ja richtig doof. Warte, aber Talion kann ja woanders hingehen. Stell dich ja mal nach daneben. Geht Talion nach hier, dann kannst du auch mitmachen. Okay, hat sich hiermit erledigt. Der letzte, der noch da steht. Und das war's. Wunderbar. Sehr schön. Ich speichere mal gerade. Wer weiß, was hier noch passiert. Jetzt bin ich noch ganz neugierig. Schauen wir mal. Da ist die nächste Tür. Die geht zumindest auf. Wow, wow, der nächste Kampf. Okay, Leute. Das dauert jetzt etwas zu lang. Tut mir leid. Ich war nur so unfassbar neugierig jetzt. Den Kampf, der jetzt kommt, hinter dieser Tür, die wir da ja... Ach komm, bis zur Tür gehe ich noch. Den wird es in der nächsten Folge geben. Und ich glaube, dann haben wir... Deswegen war ich auch so neugierig. Das Gewölbe doch... Hier ist doch sonst... Ich meine, dann haben wir doch alles.
Vielleicht ist es schon der Endkampf, der dann da kommt. Obwohl, dafür waren die Kultisten und die paar Hunde vermutlich zu wenig. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao.